Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute wieder ein Thema, was ganz viel mit EM zu tun hat, nämlich Melasse, Zuckerrohrmelasse. Und ich werde auch so ein bisschen allgemein ein bisschen was über Melasse erzählen. Und ich sage immer, wenn ich den Leuten EM erkläre, die EM-Mischung, effektive Mikroorganismen, diese Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien, die ist trivial. Die gibt es überall in der Natur, in Regenwürmern, im Darm, im Pansen, im Magen der Kühe, im guten Humusboden, in Silage, in Sauerkraut, in Sauerteig. Ganz oft kommt diese Mikroorganismenmischung vor und die haben auch schon ganz viele entdeckt und damit gearbeitet. Sei es Karnebrotdrung, sei es der Biolandbaugründer, einer der Biolandbaugründer, Hans-Peter Rusch, Arzt und Biologe, der das Buch Bodenfruchtbarkeit geschrieben hat und schon damals in den 50er, 60er Jahren eine EM-Mischung, eine Art EM-Mischung mit Milchsäurebakterien für die Landwirtschaft entwickelt hat, die dann wieder eingeschlafen ist und nicht mehr verwendet wurde. Aber sie haben das vielleicht nochmal gesehen als Symbioflora in der Apotheke. Also mit anderen Worten, die EM-Mischung an sich ist trivial. Das ist nicht die Idee oder die große Leistung von den japanischen Entwicklern, Professor Higa, Toshiro Nago und so weiter, sondern einer der Geniestreichs, den sie da gemacht haben, war, dass sie das mit Melasse vermehrt haben, dass sie diesen günstigen und, wie wir gleich erfahren werden, extrem hochwertigen Stoff Melasse verwendet haben, um die Mikroorganismen zu vermehren. Das war einer der Geniestreichs und dadurch auch eine sehr haltbare und gute, gleichmäßig gute Qualität und Lösung da produziert haben. Und die andere große Sache, die ich Ihnen anrechnen kann, ist, dass die Japaner sehr schnell darauf gekommen sind, dass man das eben nicht nur für den Boden, für Sprühung auf Pflanzen, vielleicht für Kompost verwenden kann, sondern dass sie ganz schnell angefangen haben: Wir können damit ja Tiere füttern, wir können das in der Gesundheit verwenden, wir können das im Haushalt putzen, in der Industrie verwenden, Gewässer reinigen, ganz großes Thema in Japan. Bäche, Flüsse, Kanäle, Seen und Meerbusen, die sie da mit EM betreuen, reinigen, saniert haben. Ja, also die Melasse, also das ist einer der wesentlichen Knackpunkte der EM-Entdeckung. Die Leistung dieser Forschungsgruppe, dass sie die effektiven Mikroorganismen, die sie als Mischung gefunden hatten, mit Melasse vermehrt haben. Und was ist denn nun Melasse? Und Zuckermelasse, kommt aus der Zuckerherstellung. Und Zucker, oh, das ist ja nicht so gut, ne? Zucker ist ja das Nahrungsgift schlechthin und macht so süchtig wie Heroin und bringt den Stoffwechsel für Tage durcheinander, wenn man Zucker gegessen hat. Und das ist sicherlich vielleicht auch alles richtig. Obwohl ich zugeben muss, dass ich einen sehr süßen Zahn habe. Aber Zucker ist definitiv ein Problem. Es ist ein leerer, reiner Kohlenhydratnährstoff, der auch noch schnell ins Blut geht und nur aus ganz simplen, einfachen Zuckermolekülen besteht, die eben auch ganz schnell verdaut werden können und kaum Varietät bieten. Und die Wahrheit ist, wenn wir Zucker essen, dann essen wir eigentlich den Abfallstoff. Und das Gute, all das Gute, was in der Zuckerherstellung übrig bleibt, die Aminosäuren, die Mineralien, die gelösten, die vielen verschiedenen Kohlenhydrate, verschiedenen Zucker und Kohlenhydrate, die sich nicht so schnell verdauen lassen, beziehungsweise die speziell von verschiedenen Mikroorganismen verdaut werden, wie Inulin, dieser Zucker, der vom Menschen gar nicht aufgenommen wird, oder dieser Birkenzucker, Xylitol. All diese Zucker sind Bestandteil und diese Stoffe sind Bestandteil der Zuckermelasse, der Zuckerrohrmelasse. Alles Schlechte ist im Zucker und alles Gute hochkonzentriert, weil den Zucker hat man ab. Man kocht diesen Zuckerrohrsaft, ne? Man fängt mit dem Zuckerrohrsaft an, man presst den aus und im Prinzip kocht man den, kocht man den, kocht man den. Zucker kristallisiert aus, wird abgeschöpft, weitergekocht, Zucker kristallisiert aus, wird abgeschöpft. Man bringt den Zucker raus, man konzentriert die Lösung immer weiter ein, man schöpft den ganzen einfachen Zucker ab
Und was übrig bleibt, sind die ganzen komplexen Mineralien, Aminosäuren, Kohlenhydrate. Und die Mikroorganismen lieben das. Es ist eine wirklich eine krasse Vollwerternährung für Mikroorganismen, diese Melasse, weil sie eben nicht nur einfaches Zucker anbietet. Deswegen ist normaler Zucker auch kein Ersatz für EM beim EM-Ansetzen. Man kann es mit Zucker vermehren, da passiert was. Die Milchsäurebakterien vermehren sich auch, es wird auch sauer. Okay, diese einfache biochemische Reaktion Zucker zu Milchsäure, die passiert. Aber wir haben nicht diese komplexen, vielen verschiedenen Stoffwechselwegen, diese vielen verschiedenen Mikroorganismen, die diese vielen verschiedenen Aminosäuren und vielen verschiedenen Kohlenhydrate und Zucker in der Melasse essen. Das kriegen wir bei dem Einfachzucker, wenn wir den verwenden, nicht. Und das gilt für den weißen Zucker genauso wie für den braunen Rohrzucker. Glauben Sie nicht, nur weil der braune Rohrzucker, der Candiszucker oder sonst was, ein bisschen brauner aussieht, dass der da ernsthafte Mengen an Mineralien oder Beimengungen hat. Hat er nicht. Das ist verschwindend gering, minimal, das können Sie vergessen. Das hat für die Qualität von EM, ob Sie braunen Rohrzucker nehmen oder weißen Zucker nehmen, quasi keinen Einfluss. Melasse, das ist das Krasse. Melasse hat 80%, so um den Dreh, 80% Trockensubstanzgehalt, 20% Wassergehalt. Und weil da so viel Zucker, so wie Honig, weil da so viel Kohlenhydrate, Zuckersachen drin gelöst sind, ist es deutlich schwerer als Wasser. Ein Liter Melasse wiegt ungefähr 1,3, 1,4 Kilogramm. Hier ist auf 1,3 Kilogramm eingewogen, also es ist ein knapper Liter Melasse, den wir hier anbieten. Das ist die Melasse von Emiko. Emiko ist ja diese EM-Firma in Deutschland, die auch EM1 und so weiter herstellt. Und die bieten diese Melasse, und wir bieten das als Händler auch an, als Futtermittel an. Futtermittelmelasse. Wird eben abgefüllt in 1 Liter, 5 Liter und 10 Liter kann es sein. 1 Liter für 8,40 Euro, 5 Liter für 14,90 Euro, 10 Liter habe ich jetzt nicht im Kopf, 27,90 Euro, 28,90 Euro, so ungefähr. Der Sprung vom 1 Liter zum 5 Liter ist gar nicht so groß. Also wenn Sie irgendwie mal mehr als 1-2 Liter Melasse brauchen, kaufen Sie ruhig den 5 Liter Kanister. Da haben Sie eigentlich mengenmäßig den besten Preis. Wenn Sie jetzt kleine Mengen verbrauchen, dann nehmen Sie ruhig mal den 5 Liter Kanister. Da steht auch ein Haltbarkeitsdatum drauf, aber das ist genauso wie Honig. Das Haltbarkeitsdatum ist im Grunde nur weil sie in der Produktion immer irgendwas draufschreiben müssen. Aber Tatsache ist, Melasse ist wie Honig, wie Zucker. Das hält ewig. Dadurch, dass das so einen hohen Gehalt an Zucker letztendlich oder an verschiedenen Kohlenhydraten hat, ist das wie Honig oder Zucker, es wird nicht schlecht, es ist vom Prinzip her ewig haltbar, aber meistens drucken sie dann irgendwie so anderthalb, zwei Jahre Haltbarkeit drauf. Soweit ich weiß, soll jetzt sogar, bei Honig haben sie das zumindest gemacht, haben sie Haltbarkeitsdaten komplett aufgehoben, weil das Unsinn ist. Aber es ist nun mal das Lebens- bzw. Futtermittelgesetz, irgendein Haltbarkeitsdatum, muss man immer raufschreiben oder dann schreiben sie halt irgendwas drauf. Aber Fakt ist, es wird nicht schlecht, kann nicht schlecht werden. Was soll da schlecht werden? Da ist es so konzentriert, dass sich daran keine Mikroorganismen entwickeln können. Wie im Honig oder im Zucker direkt auch. Erst wenn es verdünnt ist, dann können die Mikroorganismen sich da entwickeln. Okay, das zu der Melasse. Und zwar Zuckerrohrmelasse. Es gibt ja Zuckerrohrmelasse und Zuckerrübenmelasse. Zuckerrüben werden in Deutschland verwendet, Zucker herzustellen. Größte Zuckerwerk in Deutschland und wahrscheinlich fast das einzigste, ich nehme an, ist das größte. Ist in Anklam, meine Heimatstadt, das letzte, was übrig geblieben ist im ganzen Osten, soweit ich weiß. Die Zuckerfabrik Anklam, die dann Zuckerrüben bis 100 Kilometer Entfernung Bauern unter Vertrag haben, die dann eben zur Erntezeit mit den LKWs an Zuckerrüben dahin kommen. Und das wird gehäckselt, chemisch behandelt, diesen speziellen Prozess, den sie im 19. Jahrhundert erfunden haben, um eben auch aus Rüben Zucker herzustellen und nicht abhängig zu sein von der Zuckerrohrherstellung. Und dann wird das im Grunde genauso eingekocht,
abgeschöpft, eingekocht, abgeschöpft, eingekocht, abgeschöpft. Und dann bleibt auch da eine Melasse, eine Zucker-Rübenmelasse übrig. Aber die haben Unterschiede, die Zucker-Rübenmelasse und die Zuckerrohrmelasse. Und der wichtigste Unterschied für uns ist, dass die Zucker-Rübenmelasse einen basischen pH-Wert hat. Die hat einen pH-Wert von 8, über 8. Und die Zuckerrohrmelasse, die hat von vornherein, ist die schon sauer, hat einen pH-Wert von 5,5. Und das ermöglicht mit der Zuckerrohrmelasse, wenn wir EM vermehren, kommen wir auf einen pH-Wert beim EM nachher so von 3,5 bis 3. Also einen sehr niedrigen pH-Wert, wie er sehr saurer Sauerkrautsaft hat. Und mit Zuckerrübenmelasse kommen wir nur auf einen pH-Wert von 3,8. Mein Vater hat das jahrelang mal mit Zuckerrübenmelasse vermehrt und kam irgendwann ist er wieder auf Zuckerrohrmelasse zurückgekehrt, weil es einfach nicht so sauer wird, bei 3,8 hängen bleibt, weil es von vornherein etwas basischer ist, die Melasse, und dadurch ist es nicht so haltbar. Hat er nicht ganz so die Sicherheit bei der Vermehrung, weil es nicht ganz so sauer wird, dass sich da keine Schadkeime entwickeln und so. Also Zuckerrohrmelasse ist definitiv besser als Zuckerrübenmelasse. Und dann ist es nicht irgendwie eine Zuckermelasse, die Sie als Lebensmittel im Reformhaus kaufen können, weil diese Melassen, die Sie da kaufen können, die sind schon stark gereinigt. Da hat man zum Beispiel die bitteren Mineralien, Kalium, Magnesium, vor allem Kalium und noch ein paar andere Sachen rausgefiltert, rausgezogen. Wie genau, weiß ich nicht, irgendwie raffiniert nochmal diese Melasse. Dass sie schön angenehm, brotaufstrichmäßig als Sirup aufs Brot gestrichen werden kann. Kann man hiermit auch machen, aber man hat, also es wird als Futtermittel verkauft, nicht als Lebensmittel, ne? Aber man hat hier einen bitteren Geschmack. Das hat einen ganz schönen, teilweise bitteren Geschmack dabei, der den Mikroorganismen nichts ausmacht. Im Gegenteil, die mögen die Mineralien und brauchen die Mineralien. Und diese gereinigte Melasse, die hat eben viele dieser guten Mineralien, die die Mikroorganismen mögen, nicht. Das ist eigentlich auch das, was die Emiko und die Bremer Melasse-Leute. Die ganze Melasse in Deutschland kommt über den Bremer Hafen, also über den Hafen in Bremen rein. Und dort wird schon von den Anlandern, also in großen Schiffen, wird das als Melasse aus den Zuckeranbaugebieten auf der Welt, von den Zuckerfabriken, die tanken da den Reststoff Melasse, den Abfallstoff, den tanken sie in große Tanker, so ähnlich wie Öl. Schaffen den hier eben nach Deutschland oder nach Europa, nach Bremen in den Hafen. Und dort wird von vornherein getestet, was hat er denn für ein Zuckergehalt, was hat er denn für ein Mineralgehalt. Und die besonders konzentrierten mit einem hohen Mineraliengehalt, die werden gleich rausgezogen und werden die Chargen für die EM-Herstellung verwendet. Also das wissen die ja schon, dass EM ist ein großer Kunde für die Melassehersteller inzwischen in Deutschland bzw. Europa. Und wirklich die besten und besten im Sinne von konzentriertesten und mineralreichsten, die werden für die EM-Herstellung beiseite gestellt und im Wesentlichen für die EM-Herstellung benutzt. Und das sind interessanterweise die Zuckerrohrmelassen aus den ärmeren Ländern, weil die nämlich nicht so schöne aufgereinigte Melasse haben. Also desto reicher die Länder sind, desto raffinierter die Industrie da schon ist, dann stellen die eher eine ärmere, nicht so mineralreiche Zuckermelasse her, die aus den ärmeren Ländern, Indien, Ecuador und so, das sind die Melassen, die für EM vor allen Dingen in Frage kommen und die besonders hohen Mineralgehalt und besonders viele verschiedene komplexe Zucker haben und dafür verwendet werden. Biomelasse, noch ein großes Thema. Wir haben Biomelasse nicht im Shop und einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass Biomelasse, ich habe schon gesagt, wir gucken bei EM, dass wir eine gute Melasse finden, die viele Mineralien hat, hohen Zuckergehalt hat, beziehungsweise hohen Kohlenhydratgehalt hat, und da ist Biomelasse schwierig, weil es gibt sehr, sehr wenig Anbieter von Biomelasse auf der Welt. Tatsächlich ist es sogar so, dass es eine Ausnahmegenehmigung gibt im Bio-Zulassungsrecht, dass sogar konventionelle Melassen für biologische Futtermittel verwendet werden dürfen in bestimmten Anteilen.
Weil genau das Problem ist, es gibt die Biomelassen nicht. Melasse ist ein wunderbarer Futtermittelzusatzstoff für Rinder, Schweine, einfach weil es schön klebt und eben ein guter Futterstarter ist, weil es ein bisschen Zucker mitbringt, die Mikrobiologie in der Verdauung gut anregt. Also ganz viele Landwirte füttern einfach Melasse direkt, weil es eine gute Wirkung auf die Verdauung der Tiere hat und natürlich viel Energie mitbringt und Mineralien mitbringt. Und deswegen wird da auch viel direkt gefüttert. Oder eben auch als Bindemittel ganz oft oder eben mit positiven Eigenschaften als Zusatzstoff in Futtermittel, Pellets und Trockenfutter und Trockenfuttermischungen und dergleichen für Tierfutterwerke verwendet. Und damit die da genug haben und auch Bioprodukte anbieten können, die aber Bindemittel brauchen, wird sogar konventionelle Melasse oftmals in diesen Werken statt Biomelasse verwendet und ist gesetzlich zugelassen, weil sie das sich haben reinschreiben lassen im Gesetz, dass sie das machen dürfen, weil es gibt nicht genug Biomelasse. Also es gibt nur ganz wenige Anbieter von Biomelasse und die wenigen Anbieter, die es gibt, bieten meistens eine stärker aufgereinigte Melasse an. Das heißt, die Melasse hat weniger Mineralstoffe als die konventionelle, weniger komplexe Zucker und das führte jetzt zum Beispiel schon dazu, dass die Emiko vorübergehend Lieferschwierigkeiten mit Biomelasse hat, weil sie zurzeit keine Biomelasse haben, die Qualitätsstandards erfüllt. Bei der konventionellen ist das kein Problem, da gibt es genug Anbieter, aber bei der Biomelasse gibt es so wenig und die ist so oft aufgereinigt, weil die eben dann oftmals in die Nahrungsmittelproduktion geht oder so, dass die für die EM-Produktion nicht mehr so optimal geeignet ist. Also das ist der Grund, warum wir Biomelasse nicht anbieten. Es ist tatsächlich für EM die konventionelle Melasse im Allgemeinen besser geeignet. Und für alle, die sich vielleicht gesundheitlich mal mit Melasse auseinandersetzen wollen, ich habe tatsächlich Heilpraktiker, also wir verkaufen unsere Melasse nicht als Nahrungsmittel, aber es gibt Heilpraktiker, die ich persönlich kenne, die ganz viel mit Melasse arbeiten und für die Darmmikrobiologie, für die Steuerung der Mikrobioms im menschlichen Körper Melasse verwenden. Dann essen die so 1-2 Esslöffel Melasse am Tag. Und das hat wunderbare Wirkung, gerade auch die Mineralien. Ganz viele Menschen sind ja an Kalium zum Beispiel relativ knapp ernährt oder auch an anderen Spurenelementen, die in der Melasse drin sind, in größerer Zahl. Das ist also an sich schon ein Wundermittel. Da gibt es wirklich Melasse, Wundermittel, ein ganzes Buch nur über den Wunderstoff Melasse, der an sich schon so ein genialer Stoff ist, dass er an sich schon so viele positive Wirkungen hat. Und wenn wir dann noch die guten Mikroorganismen raufschicken, sich damit komplex vermehren können, wie diese EM-effektiven Mikroorganismen, dann haben wir in der Kombination wirklich einen Wunderstoff. Und wie gesagt, das war einer der Geniestreiche der Japaner bei der Entwicklung von EM, dass sie konsequent Melasse verwendet haben, Zuckerrohrmelasse zur Herstellung von EM. Und das die echte Vollwertnahrung für Mikroorganismen ist. Ja, das zu unserer Zuckerrohrmelasse. Und ja, wie gesagt, der 5-Liter-Kanister ist so wahrscheinlich für die kleinen Verbraucher eine ganz gute Größe, weil man dafür 14,90 5 Liter kriegt. Und ansonsten kostet der 1 Liter hier schon eben 8,40, weil die Abfüllung doch sehr, sehr schwierig ist. Ne? Das Zeug ist wirklich super klebrig und super schwer. Achso, das vielleicht noch. Es gibt auf dem Melasse-Markt, gerade für die Landwirtschaft, gibt es Futtermelasse, sogenannte Futtermelasse, die dann auch in Tanks kommt und gepumpt wird und so weiter. Das ist nicht diese. Die Futtermelasse ist nochmal mit Wasser versetzt. Die haben sie absichtlich dünner gemacht. Die kommt als Zuckerrohrmelasse mit relativ hohen Zuckergehalten, richtig dick, flüssig, zäh wie Honig, kommt der hier an in Deutschland, wird dann aber von den Händlern mit Wasser versetzt, damit er dünnflüssiger wird, pumper wird. Dass er nicht in allen Rohren stecken bleibt, sondern dass er gut gepumpt werden kann. Und dann wird er verkauft. Das heißt, er hat einen deutlich höheren Wassergehalt, deutlich niedrigen Zuckergehalt. Und die Gefahr dann auch bei der Verdünnung der Melasse ist, dass dann auch schon das mal gären kann und dann mal ein bisschen unerwünschte Mikrobiologie sich da entwickeln kann. Die ist dann also nicht so sauber, wenn die verdünnter ist, die Melasse. Das heißt, es gibt von den Futtermittelhändlern und den Landwirtschaftshändlern gibt es Melasse, Futtermelasse.
die können sie im Normalfall nicht gut für EM nehmen, weil die zu dünn ist und weil die eventuell verseuchter ist, typischerweise mit anderen Mikroorganismen und dadurch für die EM-Herstellung nicht mehr so gut geeignet ist. Also man muss schon die Zuckerrohrmelasse, die konzentrierte Zuckerrohrmelasse, das ist das, was wir nehmen, das ist das, was wir verkaufen. Das ist das, womit Sie mit EM die besten Erfolge erzielen werden. Ja, herzlichen Dank. Ich bin ja immer noch in Brasilien. Das waren ein paar Videos, die ich über die EM-Produkte schon vorher aufgenommen habe, bevor ich losgeflogen bin. Vielleicht auch mal wieder ein, vielleicht schaffen wir es auch mal ein Video aus Brasilien hochzuladen. Ansonsten sehen wir uns nahezu live im März wieder. Anfang März bin ich wieder da und sicherlich mit ganz vielen neuen Nachrichten aus Brasilien, wo ja auch die Heimat von Terra Preta ist und wo es auch einen ganz großen EM-Markt gibt seit vielen Jahrzehnten und EM-Anwendung gibt. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Wir sehen uns.